Miranda Katharine Hardeick ist eine englische Schauspielerin, Autorin und Stand-up-Kabarettistin. Sie gab der BBC-Sitcom Miranda ihren Namen, in der sie die Hauptdarstellerin und Autorin ist. Im BBC-Rundfunk moderiert sie ihre eigene Sendung mit dem Titel Miranda Hardstroke Shop. Seit 2012 tritt sie in ihrer ersten großen ernsten Rolle in der BBC-Serie Call a Midwife – Ruf des Lebens als Camilla Chami Fortescue Solmondly Brown auf. Eine Hebamme, die es in den 1950er Jahren aus dem verarmten Londoner East End in die Missionsarbeit nach Afrika zieht. Leben. Miranda Hart wurde 1972 in Torquay, Devon, als Tochter des Marineoffiziers David Hardeick und Diana Margaret Lewis geboren und wuchs in Petersfield, Hampshire, auf. Sie studierte Politik an der University of the West of England in Bristol, schloss das Studium ab und ging zur Academy of Live and Recorded Arts. 2002 stand sie in Edinburgh erstmals mit einer eigenen Comedy-Show auf der Bühne. 2004 bewarb sie sich für eine Kabarettshow bei der BBC. Hart trat in zahlreichen englischen Fernsehserien auf, unter anderem in Hyperdrive, Der Knall im All, Absolutely Fabulous, William and Mary, Smeg the Pony, Not Going Out, Stupid, Angelos und Comic Relief des Fame Academy. 2008 zeichnete sie die Pilotsendung für ihre eigene Show Miranda auf. Die Sitcom gehört zu den beliebtesten ihrer Art in England und gewann mehrere Preise. Am 4. Juni 2012 war Hart Co-Moderatorin des Diamond Jubilee Concert, das anlässlich des Diamanten im Kronjubiläums von Königin Elisabeth II. Im Garten des Buckingham Palace stattfand. Für 2014 plant sie ihre erste größere Auftrittstour im Vereinigten Königreich und Irland.